Hallöchen und wieder ein herzliches Willkommen zurück zu Game Dev Tycoon. So, in der letzten Folge haben wir den Bankenkrisensimulator zu Ende entwickelt, ja, fertiggestellt und veröffentlicht. Wir sind minus, und zwar unter den 200.000. Jetzt ist die Frage, ob wir nochmal gerettet werden können oder nicht. Und es ist die E3, die wir uns nicht leisten können. Das heißt, jetzt ist der Tag, wo die Verkäufe losgehen und wir müssen einfach hoffen, dass wir trotzdem genug Geld zusammenkriegen. Oh, die Bank. Wie wir sehen, stecken sie in finanziellen Schwierigkeiten, da sie gerade erst das Spiel Bankkrisensimulator veröffentlicht haben, sind wir bereit, ihnen einen Mini-Kredit anzubieten, um die Zahlung für diesen Monat zu leisten. Wir werden ihnen 438.078 Euro geben, um ihre Kosten abzudecken, und erwarten, dass sie uns die gesamte Summe einschließlich einer kleinen Verwaltungsgebühr von 25.000 in 2 Monaten zurückzahlen. Ja gut, die Alternative ist, wir gehen pleite. Und dann war es das. Müssen wir machen. Alter. Boah. Das ist ja der, Alter, das... Oh. Oh, wir haben über Codemeisters gepublished. Das Spiel erfüllt nicht die Erwartungen, wie im Vertrag geregelt. Wird eine Vertragsstrafe von ihrem Konto eingezogen. 305.000, aber ganz ehrlich, das ist doch vollkommen egal. Guckt euch jetzt an, das Ding war kacke, das Spiel. Alter Schwede, ist ja unglaublich. Alter, wenn man dann ein gutes Spiel raushaut, also kleine Spiele, okay, wir merken, also kleine Spiele halten uns finanziell nicht mehr ansatzweise über Wasser. Also selbst ein richtig gutes, kleines Spiel bringt einfach nichts. Sieht man ja, mittlere oder schlechte Spiele eigentlich, die... Ja gut, es war ja jetzt nicht schlechtes Spiel, ich glaube, es war okay. Ich vergesse mal diese Zahlen hier oben auszumachen. Sag mal hier, die FPS-Anzahl, aber... Die wird in anderen Spielen nicht aufgenommen, aber hier bei dem Spiel wird es irgendwie mit aufgenommen. Merkwürdig. Guck mal, wir müssen mal gucken, das Spiel hatte 6,5. Und hat jetzt einen Profit von 1 Million. Fallout hatte eine 7, also es war besser und hat nicht mal ansatzweise so viel eingenommen. Dafür hat das Spiel aber auch doppelt so viel gekostet in der Entwicklung. Muss man auch zugeben, ja. Alter Schäde. Okay, wir sollten uns mehr auf mittlere Spiele konzentrieren. Nachrichten. Es scheint, dass kürzlich einige Unternehmen Opfer nigerianischer Vorschussbetrüger wurden. Die Betrüger gaben vor, große Summen in Unternehmen investieren zu wollen, verlangten dafür allerdings eine beträchtliche Summe als Vorauszahlung, um ins Geschäft zu kommen. Daran erinnere ich mich ja noch. Da war ja was, genau. Da hatten wir so eine mit Google-Übersetzer bekommene Nachricht erhalten. In der letzten Folge. Da wollten die uns irgendwie 1,5 Millionen Euro geben. Dafür mussten wir denen auch Geld geben. Ist anscheinend nichts geworden. Diejenigen, die unklugerweise gezahlt haben, werden ihr Geld nicht wiedersehen. Die Polizei ermittelt, aber scheint den internationalen Betrügern hilflos gegenüberzustehen. Ist ja immer so. Cool. Ach, hier noch stehen. Spiele würde ich gerne machen. Und ich würde eigentlich mal gerne hier trainieren. Wir hatten ja jetzt, ich glaube, in der letzten oder vorletzten, in irgendeiner der letzten beiden Folgen, haben wir ja hier die E3 Übungen bekommen, für die wir zwar ordentlich blechen dürfen und auch 10 Forschungspunkte auf den Kopf hauen müssen, aber die bringen, glaube ich, auch ordentlich was. Technologie will ich machen. Der Typ ist ja hier mehr der Technologie-Typ, den will ich hochquetschen. Weil laut dem Tutorial, das wir in der vorletzten oder letzten Folge hatten, kriegt man mit Level 5 die Möglichkeit, diesen Booster zu bekommen. Diesen schönen Energy-Drink oder was auch immer. Und Code Jam müsste eigentlich, ja, machen wir hier Code Jam. Gucken wir mal. Schön. Kostet zwar halt viel Geld, dieses Training, aber... Pixel Cup. Game Jam? Code Game Jam? Keine Ahnung. Machen wir einfach Game Jam. Weil die ist ja unsere Designerin. Sega Saturn wird nicht länger unterstützt. Du hast 2 Spiele auf dieser Plattform veröffentlicht und insgesamt 3,1 Millionen eingenommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, ich bin froh, das Spiel hat... Jetzt hat die Bank ihre 500.000 wieder zurückgekriegt. Aber wir haben... Jetzt sieht es finanziell wieder deutlich besser aus.
Also wir sollten mehr Spiele über Publisher laufen lassen, ganz klar. Das ist sinnvoll. Okay, was haben wir denn? Okay, Wirtschaft und Simulation ist eine großartige Kombination und Gameplay scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Okay. Wir haben auch folgende Erkenntnisse gewonnen. Wir sollten darauf achten, dass das ganze Team sich auf die Entwicklung des Spiels konzentriert. Ja, die waren, glaube ich, während der Entwicklung ja schon, wollte der Urlaub haben. Das läuft ja eigentlich ganz gut. Gut, neue Themen. Mode, Chirurgie, das ist alles so scheiß Themen eigentlich. Ja, mal hier, gibt es ja hier diesen Chirurgie-Simulator. Ja, was machen wir hier? Oh, Werwolf. Klar, aber warum nicht? Können wir hier eine Werwolf-Saga programmieren. Gut, ich brauche hier noch ein paar. Okay, dieses Game Jam ist anscheinend mehr so ein Mix-Ding hier. Da muss es Pixel Cup sein. Guck mal einfach mal. Alter Schwede. Freut mich. Wir haben jetzt auch echt viele Fans bekommen. Boah, oh, das sind ja so. Es hat über fast 1,7 Millionen Einheiten verkauft und fast 2,5 Millionen nochmal eingenommen. Alter, so ein Publisher hat er, ist ja wirklich unglaublich. Der Publisher hat echt eine riesige Reichweite. Oh, neue Forschung verfügbar. Multigenre. Oh, jetzt können wir ein Action-Adventure machen. So ist hier wie Uncharted. Das ist ja cool. So, jetzt haben wir keine Dingspunkte mehr. Stimmt, jetzt will ich mal gucken. Das Spiel wurde ja von Macom. Es hat uns fast 10.000 Fans eingebracht. So viele Fans wie kein anderes Spiel davor. Also wir müssen über Publisher gehen, um selber 100.000 Fans zu kriegen, um selber mittlere Spiele veröffentlichen zu können. Okay, haben wir ja einen Plan. So, dann neues Spiel entwickeln. Und das, weiß nicht, wer bei mir auf dem Facebook-Kanal, bei Facebook immer ein bisschen guckt, ich war jetzt in den letzten Tagen übers Wochenende, also über Pfingsten quasi, ja, außerhalb der Zivilisation, nenne ich es mal. Quasi, ich komme ja gebürtig aus dem Osten und da hatten ja viele Familien eine Datsche. Das kommt aus dem Russischen und heißt dann irgendwie sowas wie so geschenktes Land aus. Das ist dann ein kleines Ferienhäuschen, so wie ein Strebergarten. Und das machen wir jetzt ein Spiel dazu. Weil es war auch ein schönes Wochenende. Ich weiß gar nicht, wie Datsche geschrieben wird. Ich glaube fast, wie man spricht, Datsche. Datsche, der Aufbauspaß der DDR. Der Aufbauspaß der DDR. Da viele in den Plattenwohnungen gelebt haben. Wobei, soll ich. Moment, das ist jetzt. Nee, ich will ja kein kleines Spiel machen, ein mittleres Spiel. Nee, ich muss mir einen Publisher-Vertrag suchen hier. Irgendein Thema und irgendein Genre. Was soll das denn, dein Vokabular und Abenteuer? Das geht doch, das kann doch nichts werden. Alter Kurt, was sei. Wir haben auch merkwürdige Ideen. Gefängnis und Abenteuer. Komm mal das hier, da können wir dann unseren Datschen-Simulator nehmen. Datsche. Der Aufbau. Ich glaube, ich ist gar nicht, egal, der. DDR. Ja, die Datsche. Fehlt es hier noch. Das ist für alle, würde ich sagen. Thema müssen wir mal gucken. Ah, das ist schwierig. Was nehmen wir denn hier als Thema? Das würde ich fast als Wirtschaft sehen. Was anderes passt aber auch ehrlich gesagt gar nicht. Gefängnis, ja, genau. Gefängnis ist es definitiv nicht. Okay, Wirtschaft. Wir hatten schon mal Wirtschaftssimulation. Ein Wirtschaftsstrategiespiel? Passt sowas? Da sehe ich ja gerade ein Gamecube in dem Kasten. Doch, das sieht aus, das ist ein Gamecube. Ein Würfel, vier Controlleranschlüsse, das ist glaube ich ein Gamecube hier. Krass. Welcher Zeit sind wir hier überhaupt?
Weiß ich gar nicht. Im Jahr 12 sind wir. Okay. Na gut, machen wir hier ein Wirtschaftsstrategiespiel. Müsste ja eigentlich passen. Play-System ist ja vorgeschrieben. Und die Gen 03. Gucken wir mal natürlich hier die Grafik. Das ist die modernste 3D-Grafik. Und dann programmiert meine fleißigen Bienchen hier. Hä? Ach, ja, jetzt sind die automatisch hier verteilt. Oh, das ist jetzt schwierig. Was machen denn hier? Wirtschaft und Strategie. Strategien müsste... Story ist ja unten. Ich glaube, beim Strategiespiel müsste eigentlich das Gameplay oben sein. Und Engine. Ja, Strategiespiele sind ja, weiß nicht, grafisch sehen die eigentlich immer so lala aus halt. Komm, machen wir hier einfach so drei Viertel. Okay, das ist, Engine ist definitiv Technik, das ist, macht er hier und sie macht das und ich mach das. Ja, so macht es am meisten Sinn. Welcher Spielstand? Machen wir hier das noch mit rein. Ich sag mal, finanziell haben wir es jetzt, haben wir es ja gerade wieder. Der Master 5 wird in 2 Minuten vom Markt genommen. Schade. Na, gucken wir mal. Schade, dass sie in ihren Fähigkeiten sich nicht während der Programm, während der Entwicklung irgendwie verbessern. Wäre irgendwie sinnvoll gewesen. Strategiespiel. Strategiespiel. Ist da die Intelligenz wichtiger oder? Bei einer Wirtschaftssimulation, würde ich schon sagen. Bei Wirtschaftsstrategiespielen. Keine Ahnung, werden wir sehen. Ja, ist halt ein Strategiespiel. Man muss halt erstmal planen, wie man die ganzen, das wenige Material, was man damals in der DDR hatte, muss man ja irgendwie erstmal an den Platz mitten im Wald hinkriegen, wo man sein kleines Häuschen aufbauen will. Also die Datsche quasi. Muss man erstmal Materialien hinkriegen. Das war in der DDR alles nicht ganz so einfach. Okay. Künstliche Intelligenz ist mehr sein Milieu. Ich mache dann eher das hier und sie macht das. Ja. Genau, machen wir so. Ja, und das ist ja auch eine gewisse Strategie, ja. Also. Ja, es wäre eigentlich Wirtschaft und Simulation passt wahrscheinlich irgendwie besser, aber mal gucken. Vielleicht passt so Wirtschaft und Strategie. Müssen wir halt mal gucken. Open World? Weiß ich gar nicht. Würde ich jetzt eher nicht sagen, Open World. Stereo Sound, ja. Das Spiel wird designt bei einem Strategiespiel. Design ist beim Strategiespiel, glaube ich, eher unwichtig. Grafik. Sound. Mal gucken, er ist ja schon sehr ausgelastet. Er ist ja, hier, der Isaac ist ja unser Techniker. Wäre für Grafik eigentlich wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Aber so kann ich das auch nicht machen. Wenn ich das so mache, das sieht sie ein bisschen überlastet. Aber er alleine kann die auch nichts mehr stemmen. Das kann man auch vergessen. Aber Grafik müsste eigentlich ich eher machen. Ich glaube, so würde es noch am ehesten funktionieren. Ich sag mal, Sound hat ja auch was mit Design irgendwo zu tun, ne? So, machen wir es einfach mal so. Kopieren wir es. Oh mein Gott, was ist das denn? Branchenalten! Sony kündigte heute das heiß ersehnte Nachfolgemodell seiner beliebten PlayStation an. Also der PlayStation an. Die PlayStation 2. Das ist so der einfallsreichste Name einfach. Ist mit einer besseren Hardware ausgestattet, um mit der neuen Generation von Spielkonsolen wie der Dreamcast konkurrieren zu können. War aber technisch trotzdem nicht ganz so stark. Der Schwerpunkt der PlayStation 2 liegt anders als bei der Dreamcast nicht auf Online-Spielen. Die Konsole setzt stattdessen auf die Stärke des Vorläufermodells. Ein solider, verbesserter Controller mit Vibrationsfunktion, eine verbesserte Grafik,
DVD-Funktion und sogar Kompatibilität mit PlayStation 1 Spielen. Ja, das war auch so der ganze Erfolg eigentlich, der in dieser Konsole steckte. Christian-Frage. Hallo, ich bin Christopher Riginal von eGaming Check. Ich habe gehört, dass Champ Games Inc. gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren und uns ein Interview zu geben? Ja, warum nicht? Was ist Ihre Erwartung hinsichtlich des Erfolgs von Dutche, der Aufbau in der DDR? Glauben Sie, das Spiel wird gut ankommen? Ja. Man muss einfach überzeugt sein vom eigenen Spiel. Es geht nicht anders. Oh, Nachrichten. Die Master System wird nicht mehr unterstützt. Master 5. Schade. Na, jetzt noch die Bugs raushauen und dann... Ah. Seit ihrer Markteinführung ist die Dreamcast von Sega eine der bestverkaufenden Konsolen der Geschichte. Neuerdings scheint jedoch die anstehende Veröffentlichung der PlayStation 2 die Verkaufszahlen zu bremsen. Falls die PlayStation 2 dem Hype nach dem Verkaufsstart gerecht wird, dürfte Sega sich in großen Schwierigkeiten befinden. So. Wow, neue Rekorde. Super, neue Rekorde. Das freut mich. Das freut mich sehr. Wie das Spiel aber letzten Endes wird, das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!